schon was. Aber der hat bestimmt auch gut gesehen, oder? Na, schade, dass man die Dinger nicht aufhängen kann. Aber Rain, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, wie geht's? Schön, dass du wieder reinschaust, aber heute erlebst du mich in einem Game, wo ich ein bisschen lost bin. Also ziemlich lost, weil das Spiel komplett neu aufgebaut ist für mich. Echt im Rucksack? Achte ich mal wieder nicht auf mein Inventar, ne? Ist egal, wir haben ja was gefunden gehabt. Wie lange hält so eine Fackel? Und wie lange hält so eine Nacht an? So gesehen ganz gut weg. Deiner. Okay, so viel Stress auf der Arbeit, Gräuner, oder was? Ärgerlich, ey. Was hat denn der Cobra heute gemacht? Und die Sapsel? Hat er anscheinend Phasmophobia gespielt. Werden hier. Oh, das ärgert mich, dass die Axt jetzt weg ist, ne? Jetzt aber so können ja auch angeln. Grillstand. Okay. Oh, cool. Also ist ja schon einiges, was man hier Schönes machen kann. Am liebsten würde ich das Haus ja upgraden, ne? Upgraden. 20:30, die Nacht dauert ja noch ewig. Oh, Hasmo hast du gespielt. Okay. Junchen für den Link. Sehr schön, Johannes, sehr schön. Mir geht's auch gut. Auch wenn ich immer noch hier blute. Unter meinem Verband anscheinend. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Wir spielen hier gerade Mist Survival. Und ich kenne es nur von damals. Sehr krasse Optik. Das hat, glaube ich, meine 1070 damals wirklich alles an Leistung gekostet. Weil zwischendurch mal halt immer so ein bisschen am Haken war. Aber damals war das Spiel so, man ist irgendwo in der Welt gedroppt und man ist losgezogen und hat versucht zu farmen, zu töten und so weiter. Oh, guck mal, mein Feuer hinten in der Scheibe. Ja, heute ist es ein gar komplett anderes Game, würde ich sagen. Hallo? Und die Nacht ist sehr dunkel.
Oh, ich habe mich ausgesperrt. Ich habe auch keine Ahnung, ob es hier in der Nacht irgendwie. Ach, schlafen geht ja auch, stimmt. Für Geräusche. Ich kann auch so ein. Kann wahrscheinlich auch so pennen, ne? Hab hier gerade irgendeine Taste getroffen. Was? Was ist das? Sleep. Wir hatten Zell. Um 6 aus, ne? Dann hören wir mal nur. So. Bin ich im Shelter immer sicher? Oh, das. Okay, ich habe glaube ich zu lange geschlafen. Komm, immerhin habe ich die Machete. Kann ich die Fackel auch irgendwie einstecken? Ja, sehr gut. Sieht ja doof aus. Zieh wieder mit vollem Inventar los. 7. Bis 5 Uhr reicht. Okay. Weiß ich beim nächsten Mal. Aber pass auf, erstmal den ganzen Kram hier raus. So, Johannes, ich kann dir leider nicht viel mehr verraten, was das Spiel angeht. Weil, wie gesagt, hast ja gerade mitbekommen, für mich ist das jetzt auch gerade wieder komplett ein neues Game. Und passt. Und wie ich sehe, oder wie wir auch schon beim ersten Nebel gerade sehen konnten, die Zombies können natürlich auch was mitbringen, ne? An Loot. Das hatten wir schon gerade hier, oder? Ah, hier haben wir die Box auf den Boden geschmissen. Oh, ein Baum. Bin nur gerade vorsichtig, weil der Bär ist ja hier in den Wald so reingeschlichen. Der hier irgendwo in der Ecke steht. Sagte er und rannte los. Na, ich freue mich schon, wenn wir mit dem Auto herumfahren können. Na, nehmen wir uns noch den Koffer mit. Die ersten Nägel. Der Kanister ist schon cool. Alles klar, Sigi. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Danke dir nochmal fürs Reinschauen und erhol dich. Hau rein. Danke. Finde ich auf den Seitentüren was? Oh, Koffer. Ich habe Handschuhe, mein erstes Kleidungsaccessoire. Oh, ich verdrück mich mal wieder. Keine Ahnung, wo ich das anlege.
Drei Autos, wo was im Auto liegt, okay. Da hinten war auch noch nicht, ne? Hier haben wir angefangen. Ja. Alles mein Kram hier. Wir haben nie alles mit. Zertrümmer mal ein Shelter, okay. Wenn du sorgst. Au. Blute schon wieder. Ist meine Axt gerade kaputt gegangen? Okay, jetzt müssen wir doch die andere Axt finden. Ich wusste nicht, dass das so schnell kaputt geht.